Freunde, erstmal, wir werden reingehen in R/Plays. Ich kann die Kamera nicht mehr umstellen jetzt. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was das ist, ich zeige euch kurz ein Video, beziehungsweise ich zeige euch einen Trailer. Es ist quasi einfach dieses Reddit-Ding, dass jeder User einen Pixel platzieren kann, nur in Minecraft. Das hier, guck mal, das war es letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier, jeder Minecraft-Spieler hat einen Block alle 30 Sekunden und kann den platzieren. Hier unten sieht man schon, hier ist eine Deutschlandflagge. Wir müssen pushen! Guck, das war die Deutschlandflagge letztes Jahr. Das war sie letztes Jahr. Und ich, 50 pro Farbe in die Breite, sag ich. Flintrocks, und genau das wollte ich auch machen. Ich muss mich noch erkundigen. Wir bauen dieses Jahr eine riesige Flagge in die Mitte. Wir fangen 0-0 Koordinaten am Spawn an mit Rot. Die Flagge wird genau in der Mitte von dem Canvas sein. Und dann kann sein, dass wir irgendwie 52 oder 53 von der Mitte aus machen müssen, damit wir diesen einen Block in der Mitte halt weg haben. Und dann, wenn die Flagge erstmal steht, kann man noch so kleine deutsche Easter Eggs einbauen, wie zum Beispiel dieses Frankreich-Spiel oder 7-1 Brasilien und so. Wisst ihr das? Wo bin ich jetzt? Wo ist mein Arsch? Hä? Ich bin auf R/Plays! Warte mal! Ist das die Map? Ich bin drauf, Chat! Das hier ist 0-0. Es geht nicht. Aber ich habe irgendwie schon damit gerechnet, dass es komplett krachen wird, ne? Ist Gomme down? Ja, ja, da kracht gerade. Oh! Oh, oh, oh! Oh! Es geht! Es geht, es geht, es geht, es geht! Stark! Wir müssen eigentlich direkt schwarz oben abstecken. Am besten. Und gelb unten. Wir müssen hier die gelbe Linie ziehen. Warte mal, das ist falsch hier. Warte mal, hier muss schwarz. Hier muss schwarz, glaube ich. Ich glaube, hier muss schwarz. Ach so, wir sind komplett falsch. Digga, ich gehe gerade in die Richtung. Warte mal, wir sind komplett falsch. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Schere. Ja, man erkennt schon leicht. Wir müssen erstmal die Grundlinie ziehen. Aber guck mal, das ist gut. Hier drüben, hier baut keiner. Das wird hier halt ein Problem. Ich weiß nicht, was Hugo sich da vorgestellt hat. Hugo muss hier weg eigentlich. Ja, und er macht einfach weiter, oder was? Fuck, Digga. Fuck. Was ist das für ein Bild? Hallo? 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 Hugo? Ja? Ich bin unten, also guck mal, siehst du diesen, mach mal die Map auf, diese gomme.net/place. Und dann... Ja, schon was das? Du lädt immer noch nicht? Nein, jetzt. Guck mal, du siehst diesen gelben Streifen unten, oder? Das 100 Blöcke nach oben, dann nochmal 100 Blöcke nach oben, rot und nochmal 100 Blöcke nach oben, schwarz. Digga, leck Eier, aber fett. Du kannst dein Bild doch da eh nicht bauen wegen Basti. Was laberst du? Ich kann's da nicht bauen. Wer sagt das? Basti, der fickt dich in den Arsch. Ja, aber Digga, es sind 20 Blöcke sind wir da drin. Als ob ich das jetzt alles verschiebe wegen 20 Blöcken. Ja. Nein, dann ist halt ein bisschen abgekattet. Die 20 Blöcke juckt. Bau mittig unter deutscher Flagge. Dann bist du mitten Digga, Wie wär's, wenn du deine Scheiße... Du kleiner Fixer! Du bist dann mitten... Digga, guck mal, das sind 10 Blöcke... Wenn man den Recap... Bro. Du kleiner Schwanz! Wenn man den Recap anguckt, dann bist du mitten im Canvas. Das ist doch voll geil. Geil, anstatt irgendwo rechts so im Eck unter Bastis Fuß. Hä? Nein, ich bin gar nicht. Das ist mitten im Canvas, weil der wird ja von nach rechts erweitert und nach oben. Der wird nicht mehr erweitert. Natürlich wird er erweitert. Nein. Ja, die haben Anfang 2K, 2K gemacht, weil wir 2K-Spieler sind, du Idiot. Was laberst du? Der wird erweitert. Ja, aber dann ist der doch mittig erst rechts, wenn du den unter Dings baust. So ist der doch dann auch nicht mittig, sondern... ich bin nicht verhandelbar. Digga, ich scheiß auf deine Deutschlandflagge. Es geht doch nicht nur um die Deutschlandflagge, sondern auch, dass dein Bild vollständig nicht in Bastis Fußnagel hängt. Digga, das sind 20 Blöcke. Baust doch um! Nein, Bruder, ich hab... Digga, du siehst es schon da. Ich hab schon mal verschoben, Digga. Das ist, wenn ich es nochmal verschiebe, Digga, dann hab ich keinen Bock mehr. Du musst das komplett abbrechen da. Das ist Arschritze. Ich hör das nicht. Da sind 2000 mal 2000 Blöcke und du nimmst den Platz rechts unter Bastis Fußnagel, wo das Ohr von dem scheiß Bär ins Bild reingeht. Bist du dumm? Ja, ich hab das auf gut Glück. Da ist so viel... Ja, dann mach doch einen gescheiten Platz. Nimm doch eine Ecke. Nein, Basti, ruf ich an. Ja, ja, jetzt aber, ne? Nein, nein. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich will mithören, bleib hier. Hallo. Du wirst es ändern. Nein. Scheiße, nur 20 Blöcke sind, du wirst das ändern, Hugo. Hä? Redest du mit mir genauso, wie du mit Fabo redest? Hä? Ist dir scheißegal, hä? Willst du nicht nochmal alles verschieben? Ja, hä? Nee, was jetzt? Ich hab mich ziemlich klar ausgedruckt. Mein Bester, du verschiebst das ganze Ding so, dass du nicht in meinem Fußnagel drin bist, hä? Mach's weg, Hugo! 20 Blöcke sind 20 Blöcke zu viel. Ja, aber ich mach das... Also, 20 Blöcke fehlen ja dann in meinem Bild. Ja, deswegen schiebst du es nach unten. Nach unten ist doch noch Platz. Nach oben aber nicht. Ja, aber wir haben schon viel. Du sagst an Leuten, dass sie das Ding korrigieren sollen. Das Event läuft 2 Wochen, nicht eine Stunde. Du hast noch genügend Zeit, alles anzupassen, aber unser Plan wird nicht zerstört. Wir planen das Ding seit Tagen, genau bei diesen Koordinaten. Ich baue ja nicht in dein Bild rein. Atmen, Hugo, atmen. Doch, machst du, 20 Blöcke. Nein, ich höre auf, wir hören auf, eingestellt. Okay, wir überbauen das und ihr erkämpft das nicht zurück. Danke, sehr, sehr nice, mit dir zu verhandeln. Hugo verschiebt komplett einfach. Hugo, ich habe dich heute 4-mal angerufen. Meinst du, ich werde dich noch ein 5. Mal heute anrufen müssen? Nein, ich glaube nicht. Okay, sehr gut. Viel Spaß. Dir auch. Du Wichser.
Wie ich? Also was, Basti Wichser? Nein, nein. Hast du gerade Basti Wichser genannt, das, nachdem du aufgelegt nein, hast? Das war, hallo? Oh, oh, oh mein Gott. HSV! Du Opfer. Bist du manchmal so unterwegs in Köln und läufst einfach so? Naja, ich hau immer Leuten in die Fresse, die ich sehe. Du lauerst in so dunkle Ecken und schießt Leute rein. Ich stehe an so einer Ecke von so einer Hausecke und dann, wenn jemand so schnell so um die Ecke geht, kennt ihr das? Wenn ihr an so eine Ecke geht und so abkürzt, so abschneidet, dann hau ich dem Ellbogen in die Fresse. Ja, ich schwöre, ich werde nie wieder schnell um Ecken gehen. So beim Experian ist das so, das ist ja so ein kantiges Ding. Oh mein Gott, ja. Und da gehst du so um die Ecke, bam, Ellbogen. Da warte ich immer vorm Experian. Bam! Digga, jetzt haben sie die Experian-Mitarbeiter. Wann warst du das letzte Mal mit dem Experian, Fabo? Ich stock besoffen an der Gamescom. Nee. Warst du das letzte Mal? Nee, ich war irgendwann mal. Irgendwas war da mal. Dann bin ich dahin. Was war das aber? Ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal ins Experian und dann musste mich jemand reinholen. Ich zieh wieder die Deutschlandflagge durch, ja. Ey, ich wurde gekickt! Alle Server crashen! Okay, alle Deutschlandflaggen hier, wir müssen das Void-Zimmer finden. Ja, wir finden das jetzt, Alle rote Farbe dahin, wir finden das Void. 0-0. Ganz kurz. Das Void ist einfach nur eine Gruppe von Versagern, die einfach nichts zu tun haben, oder? Ansage, auch im Chat mal. Alle 0-0. Einer schreibt, Gommel grieft. Gommel grieft unsere Flagge, wie jetzt? Das ist ein Trollface! Wo? Digga, wie schnell hat er das aufgebaut? Ist das Gomme? Egal, das kann er hier rein. Nein, das passt. Wir müssen das eher passt. Das Void finden. Aber es ist falsch rum. Egal. Ey, Bruder, irgendjemand baut hier bei der Deutschlandflagge das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trollface. Welcher ist Gomme die ganze Zeit? Da bauen sie da 14 Trollface. Digga, und El Primo steht hier. Ey, ich bestell mir jetzt dieses El Primo Parfüm. Nein, das ist ausverkauft! Das El Primo Parfüm! Digga, einer hat Clownskin von mir und trollt. Es ist 6 PM Records, vorne waren noch Paluten. Jemand hat Albanien-Flagge neben Basti gebaut. Ja! Mann, ist das crazy, man. Bruder, Hugo hat so eine Armee, Alter. Hier ist alles jetzt Diamant. Oh. Wieso Diamant? Weil Hugo hat die Trollface von Gomme gegrieft. What the hell? 3 Tage später. Okay, Chat, und wir müssen jetzt hier rot voll machen. Hier rot voll machen und dann schwarz hier nach oben ziehen. Und dann passt. Hallo? Hallo? Hast du gerade auch eine Nachricht bekommen? Ich habe eine Nachricht bekommen. Auch wahrscheinlich vom selben, richtig? Nee, ich glaube nicht. Welche Nachricht hast du bekommen? Dass ich einen Party Animals Pokal bekomme. Ja, das ist nicht die Nachricht, die ich bekommen habe. Dachte ich mir schon. Wieso dachtest du, dass ich die Party Animals Pokal benachrichtige? Ja, dachte ich eben nicht, aber ich habe auch eine Nachricht bekommen. Heute Abend ist was. Ich bin raus. Und ich müsste eigentlich jetzt live bleiben dafür. Ja, eine Basti-Challenge oder was? Hä? Ich habe die Nachricht nicht bekommen. Dann kann ich offline gehen. Geil, ich habe eh keinen Bock. Nein, du kriegst die Nachricht immer noch. Scheiße, was ist denn heute? Heute ist dieses Shootgun-Turnier von Kevin. Was soll das sein? Ich kenne das nicht. Keine Ahnung, wir sind da mit Voice und so. Das in Minecraft? Ja. Boah, da brauch ich mal. Mann, Alter, oh mein Gott, ich muss da wirklich online bleiben. Oh Gott, nein. Digga, was für ein Squid Game? Digga, wie war's für Squid Game? Bist du dumm? Chat, was für ein Squid Game? Papa Platte. Hä? Ich weiß es nicht, aber ich. Hallo. Wir wurden mal zusammen tippet. Ja, was geht ab? Yo. Was ist los hier, hä? Ey, lass mal Hugo griefen, Basti, bitte. Ey. Warum? Achso, na dann nicht. Ey, mein Nvidium hat sich komplett gereset. Ich muss wieder alle Chunks abfliegen. Oh nee. Schere. Mann. LGBTQ-Flagge ist weiter als Deutsch. Nee. Berlin mit der Jungs war geil, was? Wir haben viel mehr. Also unsere ist ja tausendmal größer. Schön, Mann, kann man ja nicht vergleichen. Hier kloppt, Alter. Ein bisschen Schwimmbad gewesen. Machen wir mal Freizeit, weißt du? Einfach mal. Digga, du warst im Schwimmbad? Ja, ich war mit Kevin, D-Merx und Philo. Wir waren in dem Schwimmbad, wo wir als Kinder mal waren. Ich bin gut, also ich kann schwimmen. Ich habe so Silbermedaille, glaube ich. Mann, Digga, du brauchst keine Medaille, dass du schwimmen kannst. Doch, ich kann so kraulen. So. Ich kann richtig krass tauchen. Ich bin richtig kleine Meerjungfrau. Du kannst kraulen? Ja, ich kann auch so tauchen. Ey, Respekt. Ja, chill mal, hör mal, wieso? Ich schwöre, warum bist du so? Nicht jeder kann das. Nein. Jeder kann kraulen. Mann, ich schwöre mit dir, du hast nicht so den Wald, als ob du schwimmen kannst. Ich war damals in der 5. Klasse, hatten wir Schwimmen. Ich war der Schnellste. Ja, Digga, komm. Ich war sogar in so einem, wie heißt das? Ja, du warst im Schwimmverein, du warst Schwimmen. Nee. Vor der Schule, wenn du gut in der Sportart bist, kannst du in deinem Landkreis so eins weiter. Checkt ihr, was ich meine? Ja, Digga, du wurdest ins WM gedraftet. Schulmeisterschaft oder was? Ja, es war jetzt da, aber wenn du zum Beispiel wenn du richtig schnell sprintest und eine krasse Zeit hast, dann kannst du doch auch in deinem Landkreis so an so einer Meisterschaft mitmachen, oder nicht?
Ja, also das hatte ich hatten wir bei Volleyball, bei Dodgeball. Guck mal unten links, was bei meinem Bild ist. Was da steht. Sieht man das auf der großen Map? Ja, ja. Nee, ich glaube, es ist zu klein, oder? Ah, was steht da? Ich sehe es nicht. Waren Urlaubsvideos. Achso, glaubst du, das wird irgendwann kommen, Basti? Keine Ahnung, so ein ganz bisschen Resthoffnung ist noch da. Ich sag, der hat die Dateien nicht mehr. Ich hatte das Footage gesehen so und das war echt ein geiles Video, wenn das hochgeladen werden würde. Ach cool, dass du schon gesehen hast. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich würde bis heute ja gerne, ich hab mir so viel dabei überlegt. Ja, hat man gemerkt. Wirklich? Ja, ja, also das war schon geil durchgeplant. Das wäre schon hart. Du weißt wirklich, was ich gemacht habe. Wie viel weißt du, was ich alles gemacht habe, ohne zu spoilern? Ich weiß alles. Alles? Ich glaube alles, so, also ja. So die, aber davon weiß man die Öffentlichkeit ja nichts, oder? Ist überhaupt ein Video gekommen? Ein Video ist gekommen. Du weißt, was das Ziel war. Glaube schon, ja. Weil das wurde ja also geschnitten und so. Da wurde ich immer nach Meinung gefragt. Es wurde geschnitten sogar. Also nicht fertig, aber so. Da wurde richtig viel dran gearbeitet, aber das war halt so ein Perfektionisten-Ding, glaube ich. Aber das war übergeil eigentlich. No, ja, eigentlich. Danke. Ich hab's sehr enjoyed. Ach, 800 weitere Spieler, GRG, alle rauf! Rein bitte, ey! Rein! Alle können joinen, alle nachrücken! Boah, 800 weitere ist da wirklich ein Brett, ne? Digga. Jetzt alle, komm! Digga, okay, jetzt hab ich wieder voll mit Basti, Schere. Na, nice, ja, das war's. Meine Jungs waren zu langsam. Verstärkung! Okay, alle, Leute, Real Talk, wir machen jetzt wirklich die super stärkste GRG-Welle. Jetzt wirklich mit den neuen Leuten, die jetzt draufgekommen sind. 800 Leute konnten nachjoinen. Die haben alle Cooldown. Das Ding ist halt, wir sind auch nicht am Chatten, wir sind ja auch am Platzieren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Oh mein HD hat GRG geschrieben, Jens auch gerade, hab ich gescreenshottet. Stark, ey, Chat. Guck mal hier, rot, direkt fertig. Jetzt oben schwarz. Jetzt hier oben schwarz. Ich find's immer noch krass, dass du einfach einen Spiegel in deiner Tastatur drin hast. Mann, Bro. Das check ich wirklich, das finde ich wichtig, das check ich nicht. Mann, das ist doch kein Spiegel, Digga. Ich hätte so Angst. Aber er muss ja, aber das spiegelt so hart. Guck mal, ah! Mach's aus! Digga, er spiegelt ja nur, wenn er seinen Kopf drüber hält. Nur wenn er seinen Kopf drüber hält, er hält ja seinen Kopf nicht drüber, dann würde man seinen Hinterkopf trotzdem aussehen. Also, das Ding ist, das ist genauso riskant, dass ich eigentlich eine Handcam habe. Nee. Ich weiß ganz genau, wie ich mich hinbeugen müsste, dass man da was drin sieht. Ja, aber allein, dass es das Risiko gibt, ist doch nicht smart. Aber was ist, wenn du eine richtig dolle Nies-Attacke bekommst, richtig Hachi machst und deinen Kopf so nach vorne haust und man dann nicht sieht? Nein, also pass auf. Das geht nicht, weil mein Mikro da halt davor ist. Oh. Und der Abstand von hier, also ich müsste, damit man mich in der Handcam sieht, müsste ich so mich auf den Tisch legen, dass mein Bauch auf dem Tisch richtig aufliegt. Digga, was? Ja, so weit müsste ich mich nach vorne lehnen. Was ist, wenn ich jemanden schubst? Wer soll mich denn schubsen? Was ist, wenn du ausrutschst? Ja, ich würde rutscht aus, knallt sich völlig auf den Tisch. Was, wenn die Kamera runterfällt? Ja, geht nicht. Kamera ist so fest. Ich sage immer wieder, es ist wahrscheinlicher, dass mein Kopf abfällt und dadurch in die Cam gerollt wird, als dass die Cam abfällt. Ich sage, irgendwann fällt die Cam runter. Oder in deinem... Ja, und dann reißt Kabelverbindung weg. Was ist, wenn dieser Monitor auf einmal nach oben klappt? Welcher Monitor nach oben? In der Tastatur, wenn das so Hydraulik unten drunter ist und die dich verarscht haben und dann geht so ein Ding hoch. Gott. Fabo, ich würde mich sogar trauen, die Tastatur anzuheben. Was? Mach's nicht. Mach nicht, wenn du könntest dich riskieren jetzt. Wenn Nein. ich die einfach von hinten nach oben klappe. Hör auf! Ich dürfte halt jetzt nicht hier nach oben. Digga, oh mein Gott. Ey, das soll doch so das darfst du. Jetzt macht mich richtig wuschig. Wie? So, deiner Meinung nach, könnte ich jetzt hochdingsen? Nein. Nee, so nicht, gehen. So nicht. Andersrum. Ja, ja. Guck mal, ich find's viel riskanter. Ich würde mich, wenn ich jetzt einmal... Ey, nicht so viel Hände zeigen. Wenn ich einmal so ein Handy in der Hand habe, man würde mich sehen. Ja, natürlich. Handy check ich gar nicht, wo du Handy hast. Ja, bei Handy lehnt er sich halt immer zurück. Das ist ja... Nein, null. Handy ist halt hier hinten, hier vor. Ja, aber du hast ja dein Handy nicht an der Tastatur. Ich kann euch sogar. Oh, jetzt wird's krass. Nein, lass es, hör auf. Mach's ich schwöre, du bist jetzt aus dem Nichts, Alter. Ich würde mir nie wieder verzeihen können. Oh! Alter! Oh! Digga, hör auf! Digga, so viel hab ich noch nie von dir gesehen, what the fuck? Hallo, mach wieder rein! Digga, mach rein, ich schwöre, das ist zu viel. Hallo! Er macht Waldwege rein, Digga, oh mein Gott, bitte. Ich geh offline, bin weg. Bruder, er soll aufhören! Ey, aber wie viel sieht man auf. Digga, auf einmal, das wirkt mich voll krass. Alter, wie lang sind deine Arme? Hä, hat man schon so viel Unterarme von dir gesehen? Hä, warum sind deine Arme so lang? Wie cool der das flickt. Wie cool ist der denn? Deine Arme sind. Irgendwie hat das was. Hä, wie nah hast du deine Arme aneinander? Du sitzt. Okay, in Max sieht scheiße aus. Sieht richtig kacke aus. Hey, Leute. Hä? Spannst du deine Brust an, wenn du beides an. Also deine Maus und deine Tastatur in der Hand hast? Digga, schüch, dauert Bauchmuskeltraining. Ja, so nah sind gefühlt deine Hände.
Nee, er muss, glaube ich, warte, guck mal, ich mach mal nach so, glaube ich. Ja, das ist nicht so nah. Ich glaube, Basti muss Digga, wenn so ich das so nah hab bei mir, ich würde hier so sitzen. Ich glaube, Basti ist so vom PC. Ich muss es auch ein bisschen forcen, weil man halt ja die Maus noch mit in der Cam sehen soll. Aber es ist jetzt nicht so. Aber mach den Bildschirm da weg. Sind deine Arme voll ausgestreckt? Nein, auf gar keinen Fall. Aber wie, also so weit aus, ja, okay, doch, ich check schon, glaube ich. Na, so ein, es ist schon ein stumpfer Winkel. Okay, ja. Wir war auch, ja, nee, dann check ich. Digga, voll ausgestreckt wäre krass. Du bist Spider-Man, ja, ich will ihn nicht finden. Stell mal vor, meine Hände, ich hoffe, ich hätte einfach so richtig große Hände, das würde einfach immer so aussehen. Das ist immer so lustig. Digga, wenn der hoch war. Viele Monate später. Der scheiß Server leckt Gomme, bitte. Spaß, ey. Ey, Mann. Ey, Mann, mach jetzt nicht so hier. Wir sind noch dran. Was? Wir haben so unglaublich viele neue Spieler hier bei Airplays dieses Jahr. Von 600 auf über 2000. Wie soll man das vorher testen, so, der Ausmaß? Willst du Beef oder Beef machen? Nein, tut mir leid, Gomme, tut mir leid. Tut mir leid, Gomme. Ich mach Gomme mit dir. Das ist gut, das ist Beef abgesund. Die Schuld wird nicht nachgefragt. Ja, ihr hättet ja schon vorher 2K machen können. Gomme, hast du ein breites Kreuz? Ich sag ja. Ich sag, ich glaube, Gomme ist ein richtiges Tier. Ich sag gar nichts zum Aussehen, gar nichts. Ja, aber du kannst doch wohl erklären, dass du beides Kreuz hast. Aber die Länge? Crocs sagt für einen Raid-Kuss. Okay, wie die Länge? Das sieht aus wie mein Minecraft-Skin. Nee. Ehrlich? Das wäre so nein, krass. Gomme, wenn du einen von uns auf der Straße sehen würdest, würdest du Hey-Ho sagen? Ey, ich habe gestern im Parkhaus geparkt, wo Monte geparkt hat. Ich habe Montes Auto da gesehen. Hey, und ich dachte so, wenn ich jetzt in den Fahrstuhl steige, so ein Monte da steht, so, was mache ich dann, ne? Das dachte ich wirklich. So, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre halt so ein Bauchgefühl, so eine Bauchgefühlentscheidung. Einfach das Silence, diese Fahrstuhl-Silence. Digga. Nee, ich weiß nicht. Ey. Ich glaube, das kommt ganz einfach auf die Situation an. Also ist Bäcker, nicht ausgeschlossen. Irgendwann steht am Bäcker, jemand auf meiner Hand auf meinem Rücken, ich drehe mich um und dann kommt so ein richtig tiefes Hey-Ho. Hey-Ho. Hey-Ho, Bäckerfreund. Hey-Ho, Bäckerfreunde. Bist du glücklich mit deinem Leben, Gomme? Oh nein, deep. Jetzt sind wieder deep, Mann. Jetzt wird's deep, yo. Ja. Hä, Hugo? Ich will ein Chunk mal haben, in dem kein anderer reingehen kann. Und ich will ein Chunk wenigstens alleine mal hinbekommen zu bauen. Ach so, yo. Oh, aber an sich ist das vielleicht auch eine coole Idee, so für, so wie so in diese, ach, die Enderperle in der Lobby, weißt du, wo man so einen Raum um sich herum als Creator hat, yeah, wo keiner sein kann. So dieser, das wäre, glaube ich, auch relativ. Was serverübergreifend halt schwer. Aber, das mit serverübergreifend ist schwer. Oh, glaube ich. Das macht es wieder kompliziert. Glaube ich. Also, ich bin kein Entwickler. Naja. Und wenn ich dir Bypass gebe, hast du vielleicht nicht so das Feeling so vom Event. So dieses, du brauchst auch aber gibt's das wirklich? Es gibt wirklich einen Befehl, der heißt Bypass. Und damit hast du keinen Cooldown. Oha. Hey, was ich gerade gemacht habe, funktioniert nicht. Verdammt. Funktioniert nicht. Nee, den kriegt man nur mit OP, glaube ich. Gib mal OP. Gib mal bitte OP, no joke, Gomme. Du kannst uns vertrauen, ich schwöre, man kann mir vertrauen. Gomme, krieg ich ganz kurz OP. Nur ganz einmal kurz, Gomme. Yo, kurz. Ich weiß, du wirst sofort den Befehl eingeben, Hugo, jetzt. Nein, ich. Nein, wirklich. Real Talk, wie du immer sagst. Real Talk. Real Talk. Nein, aus dem Call ist wahrscheinlich Hugo die vertrauenswürdigste Person, die ich auch sofort OP geben würde. Schade. Gomme, ich mach wirklich nichts. Wirklich. Sag Walla. Ich sag. Okay, Chat, welcher Skin ist besser? Der ist schon clean. Ich finde, das hier hat auch irgendwie was. Oder der hier auf clean. Der hier mit Rückennummer. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache einfach mein Cape an. Wie viele Leute sind gerade auf dem Server? Das würde mich auch interessieren. Ich muss wieder alle meine Envidium-Chunks. 2800 Spieler! Wow! Alter, ist das verrückt! Wo sieht man das? 2800! Achso, oh mein Gott. Alter, W, ja. W, ja! Das ist echt viel. Wedeker. Nein, das ist halt. Hä, wie viel waren es letztes Jahr? So viel, also, glaub, letztes 300. Jahr war eigentlich durchgängig so 400 Spieler, aber zum Schluss hatten wir 600 Spieler am letzten Tag. Ja. Am letzten Tag 600 Spieler und jetzt sind wir bei 2800 am ersten Tag. Das ist echt krass. Das ist so unnormal viel mehr. Eine Cola! Hier ist Doppelpunkt 3! Ja, Katze! Ja, eine Katze! Doppelpunkt 3! Alle Doppelpunkt 3 in den Chat! Doppelpunkt 3! Doppelpunkt 3 in den Comment-Chat! Doppelpunkt 3!
Top 3, süße Katze. Warum hat Top 3 geschrieben? Ey, wollen wir nochmal eine kleine HD-Welle, bitte, eine kleine. Bitte HD. Oh jo, dankeschön, Leute. Dankeschön. Oh jo, HD. Ey, was ist das hier? Ey, du scheiß Mitarbeiter. das HD hat sich ins zu GH gewandelt. Hat sich aufgelöst irgendwie. Er baut wichtiger eigentlich hier. Boah, der Skin ist so stark. Nicht mit? Nee, der hat Ferien, der hat Urlaub. Ah, okay. Wir darf in Ferien nicht spielen. Der 1&1 Kundenservice ist hier. Wie geht's dir? Mir? Ja. Ja, danke, dass du fragst. Wie geht's gut? Bist du glücklich? Boah, ich bin glücklich gerade, ja. Sehr schön. Warum? Boah, ich bin nicht mehr auf Madeira, Bro. Nee, ich muss wirklich sagen, als ich in Deutschland war, ich war schon sehr happy. Oha! Alter, was sagt er gegen deine Insel-Steuerflucht? Ja, Steuerflucht einfach. Wie kann das sein? Aber wie fandest du in Madeira so? War das wirklich nichts für dich? Nee, ich mag, glaube ich, Orlags so Insel. Hugo. Ja, nee, also ich finde, da gab es eine andere Person in so einem Haushalt, die schlimmer war. Oh ja, ja. Aber. Shots feiert. Die Putzkraft oder was? Nee, ich war die Putzkraft, Bro. Wichtiger. Ja, wer hat bei euch am meisten gekocht? Ich. Gar nicht, oder? Gar nicht. Ach so, stimmt doch, da feist du. Oder ich hab, Digga, als du krank warst, ich hab zweimal. Er war wichtiger gekocht. So schlimm oder was? Digga, wichtiger, ja, wirklich mit Abstand. Also das mit dem. War... Der war irgendwie offstream auch nochmal in seinem, im Charakter, ich weiß nicht, der ist so hingegangen, hat so Sachen so extra dreckig gemacht und ist weggegangen, ja, wieder. Nice. Und dann hat er die ganze Zeit Musik gehört, ist dann runtergekommen, hat so kurz nach oben geschaut, als wäre er im Edit. hat dann kurz mein Protein, wie letzter Tag, ich habe alles sauber gemacht, ganze alles clean gemacht. Er macht so mit meinem Proteinpulver Bottleflips. Alles ist voller Proteinpulver. Was? Macht sich dann er hat nichts gemacht, er hat nicht aufgeräumt, er hat nicht geputzt, er hat nichts gemacht, gar nichts die ganze Woche, ja, lang. Ja, aber es gibt immer bei so einer Tour jemanden, der genau diese Rolle einnimmt. Es ist leider so, immer, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Immer, es gibt jemanden, der macht nichts und macht nur Mist. Es ist einfach so. Ja. Ah, dieser Mike. Ich hab nichts gehabt, dann wirft er mit Kopf rum. Alter. Ja, nächstes Mal eine Woche warten, Hugo, weißt du? Ja, oder mal umplanen auf Ferien oder so. Nee, ich hab mit Heiko wäre krass gewesen. Hat ja auch nicht geklappt. Oh. Irgendwie kann ich mir Heiko nicht in einem Taxi oder einem Uber vorstellen. Hä? Ich weiß nicht. Das passt nicht. Was soll da passieren? Nee, ich hab grad so eine Szene aus der Madeira-Tour da von denen im Kopf, wo die mit diesem Autofahrer da so gelabert haben, der so voll korrekt war. Ich fühle aber was. Und da, in der Situation, ein Carscrafter, das ich weiß ich nicht. Also, das geht irgendwie nicht. Heiko, du bist für mich Rumatra. Ja, okay, jetzt übertreibst du. Das sagt Marcel auch immer die ganze Zeit. Ja, nein, aber es ist auch so, Bro. Du bist Rumatra, bloß in Minecraft. Chat, wenn ich später irgendwann nicht mehr hier sein sollte oder generell, wenn ihr nichts zu tun habt, okay, geht auf r/place Minecraft und zieht diese Deutschlandflagge einfach lang, okay? Wenn ihr nichts zu tun habt, wenn euch langweilig ist, einfach nebenbei Minecraft offen haben und hier überall Sachen platzieren. Das ist die Wave. Weil wir haben jetzt die Grundfläche von dieser Flagge und jetzt einfach pushen und hier pushen. Und bei Hugo, also Hugo kann man halt wahrscheinlich nicht, Dings, da muss man halt wahrscheinlich erstmal andocken. Einfach, das wird einfach hier drüber gefahren überall. Weil das Ding ist, jeder, der hier baut, man sieht auch, dass hier die deutsche Flagge ist. Lass die Schweiz in Ruhe. Wo ist hier die Schweiz? Ja, diese Mini-Flagge hier, oder was? Oder das? Der, das wird so bodenlos überfahren. Ihr wisst gar nicht. Hey, hier gibt's einen gigantischen Bug. Wo denn? Wenn ihr einen Concrete Powder neben dem Redstone-Ohr habt und dann da drauf steppt, dann fällt das runter und man kann keinen Block mehr platzieren. Oh nein. Was? Hast du es gesagt. Jetzt hast du es gesagt und ganz Airplace ist over. Boom. Du hättest es echt nicht sagen sollen. Boom. Er macht auch immer weiter. Boom. Was wird das? Ja, jetzt muss der Server neu gestartet werden wegen dir, Heiko. Danke, ja. Mann! An Heiko! Hey, warum denn jetzt? Nee, Digga, warum sagst du das, Digga? Ich dachte, du bist Profi. Naja, das hat mich ja gerade schockiert, dass solche Bugs auf Komma existieren. Ich mach's jetzt auch, ich platziere es in Redstone. Ich muss auch gerade machen. In der Deutschlandflagge. Oh, ich bin Basti wieder süchtig, muss ein paar Booster kaufen. Busset. So habe ich überhaupt so viele? Digga, weil du. Hey, es funktioniert nicht, Heiko. Ach so, ein Ohr.
Oh. Mann, Jungs, Bro! Ja, jetzt ist eh schon over. Mann, es ist over, Basti, wirklich. Es fällt! Genau, Heiko. Digga, das ist krank. Wir haben gerade den Server gebrickt. Exploit, Exploit, Exploit! Hackt euch jetzt rein! Ja, ich hab hier kaum mit Concrete Powder gebaut, du. Wie läuft's mit der Ratte? Du baust eine Ratte, ja. Feister? Nee, mehrere, also mehrere. Er baut einfach ein Spiegelbild von sich selbst. Nee, ich hab ein paar Fronten, aber muss man immer mit rechnen, wa? Hatte hier einer schon mal von euch einen Hamster? Ja. Ja. Ehrlich? Ja. Heiko? Ja. Du tust, als wäre das krass. Heißt, hattest du einen Hamster? Ich hatte keinen Hamster. Okay. Der wäre bei mir wirklich schnell vorbei gewesen. Nee, okay, wie hieß dein Hamster, Fabo? Ich weiß es nicht mehr. Du bist asozial. Mann, der hat sich so richtig voll gefressen und ist dann die Röhre nicht mehr runtergekommen und dann war der dead irgendwann. Warum hast du dich um den Hamster gekümmert, Fabo? Mann, das ist Average Hamster RP. Okay, wie hieß dein Hamster, Heiko? Bowser. Bowser? Ja. Was ist mit Bowser passiert? Peach kam. Der. Ne, Altersschwäche hat er gehabt, glaube ich. Nach 2 Wochen. Ist die Deutschlandflagge, wenn sie fertig ist, mehr Blöcke als das von Basti? Ja, ne? Basti, bleibst du bis 1 Uhr hier? Nein. Hä? Aber du bist ja schon 6 Stunden da. Im Stich. L, Basti, ah? GHG. Spaß, Alter, sorry, einfach sorry, gesagt. Nein! So. Na dann. Komm, wir bringen 9 rein. Bitte, raus. Bro, du bist nicht der Antagonist. Lea, was ist du mit dir los? Sagen. Du hast Knacks. Na dann. Na dann geht jetzt die Party hier ab. Wir machen nicht viel, aber die Augen werden verschwinden bei der Ratte! Nein, aber nur das Schwarze, bitte. Das war's, Ratte down, Ratte down. Ratte down, Ratte down, Ratte down. Ich geh auf. Kannst ehrlich aufgehen. Ich geh auf heute. Ich schwöre, du kannst auf. Ich geh wirklich auf. No joke, können, es macht keinen Sinn mehr. Können wir die so schielen lassen einfach, dass die so zur Mitte gucken? Bro, alle Leute bei mir sind so fokussiert. Da passiert aber nichts mit der Ratte. Ja, die wollen nicht von ihren Spots weggehen, weil die so ja, natürlich sind. Nicht, ihr seid die Goats! Aber arbeitet weiter! wie die Schafe. Boah, ich finde, es ist schon dagegen. Große Dings. Ich auch gleich offline. Warum, ich bin krank. Du bist nicht offline? Ich gehe gleich offline. Ich bin seit Mittwoch krank. Oh nein, was hast du? Ich weiß nicht, Digga. So Schnupfen, Halsweh. Alles tut weh. Dann wünsche ich dir eigentlich eine gute Besserung. Hi. Danke. Und weißt du, hast du den Ansage gedrückt? Hä, was war? Was war? Wir haben einfach nur alle zu ihm Loser gesagt. Nein. Hä, die Leute im Basti-GRG-Discord? Sagt hier zu uns, ich geh denen jetzt eine Ansage drücken, dann gehen wir da rein. Alle sagen nur Loser, Feister. Oh, Digga, halt so, es war nur einer. Das war ein einziger Guy, der Loser gespammt hat. Danach bist du wieder gegangen. Ja, Bro, weil ich mir nicht von irgendeinem Sesselfurzer Loser ins Gesicht schreien lasse. Digga, du hast so kassiert da im Discord. So, Jungs, habt ihr jetzt richtig zur Sau gemacht? Da drüben bin ich wieder da. Ey, die reden nicht mehr. Die sind still. Was hast du gelernt, dass du sagst, hey Leute, stopp. Stopp. Ja? Leute, könnt ihr bitte aufhören? Könnt ihr bitte noch ein bisschen bauen? Ich will noch bauen heute. Ich hab 10 Euro Roblox, die kriegt ihr, wenn ihr aufhört. 10 Euro Roblox. Aber als ich gejoint bin, sie sagen so, oh mein, seid ihr dumm, Basti ist da. Chillt mal, ich hätte gesehen. Seid ihr dumm, Basti, ey. Mann. Das Bild geht gut, Bro, Retalk, also das ist wirklich... Bro, also es ist irgendwie krass, aber solange Hugo nicht auf dem Server ist, wird seins immer weiter kaputt gemacht, ne? Aber die bauen auch weiter. Also legit, so. Hugos Leute bauen auch super viel weiter als selber, das ist crazy. Jabba-dabba-du! Digga, chill mal. Jabba-dabba-du! Heiko, man sieht dein Gesicht! Ehrlich? Jawohl, Heiko, man sieht dein Gesicht! Warte! Heiko, ich guck zu dir. Jetzt wirklich? Ja. Guck mal, Heiko, ich guck zu dir. Ja, deswegen habe ich mich ja hier hingebaut. Meinst du, es kommt genauso episch, wenn du so da einfach rechts daneben stehst? Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Und also, wir dürfen dir wirklich keine Herzaugen machen, weil du guckst mich ja an. Nein. Mach ein GRG-Logo aufs Shirt. Das Tinsel kommt weg, ja, geh, kommt drauf. Minecraft-RP, mir macht also diese Masken machen mir immer noch ein bisschen Angst. Same, aber... Ich join da jetzt. Loser. Du bist erstmal festgenommen.
Halt doch mal die Guschen! Nee, ich geh da jetzt wieder rein. Ist er drin? Nee, noch nicht. Ich muss immer den Basti-Discord suchen, weil ich den nicht oben hab. Jonas, jetzt nochmal rein. Ich mach seinen Stream auf. Ja, in seinem Stream, ich in seinem Stream. Und der kommt, Feister kommt. Oh, Feister! Feister kommt, Jungs! Halt! Pass auf! Feister kommt! Feister kommt, Feister! Jungs, wie geht's euch? Jungs, wie geht's euch? Feister, helf uns beim Feister! Moin, Feister! 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 Ich will auch joinen, ich kann nicht reinjoinen, das lädt zu lange! Ich kann nicht reinjoinen. Wie sagt da ein 10-jähriger Loser ins Gesicht? Ja, das war's mit Fäuste. Boah, aber irgendwie sind wir schon recht weit gekommen, ne? Hallo. Und wie war's? Interessant. Stark. Hast du gewonnen? Gewonnen? Gewonnen einfach. Ja, hab gewonnen. Oh mein Gott, nein! Leute, lasst mal wirklich Retalk feist das Ratten. Digga, wir schreien da ein 9-Jähriger ins Gesicht, Loser, das ist das Krasseste. Ist das geil. Alle weg von Feister, zurück ans Hauptprojekt! Die Ratte! Zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit. Ey, wer hat sich aus dem Grommel-Team gedacht, dass es schlau ist, farbigen Chat anzuhaben? Das nervt ehrlich. Ja, das fuckt so für ab. Irgendwas muss Premium ja Wave sein, Bruder. Ja, Flyspeed. Reicht doch. Donut GRG grief dein Auge. Donut! Donut! Auf! Wenn du das hörst, lass das oder dein Minecraft-Account wird gesperrt. Du hast einen globalen Mojang-Bann, du bist in jeglicher Spielplattform auf Bedrock wie auch Java Edition jetzt gepermabannt. Wenn du sofort deine Blicke von meinem Auge weglässt. Das war's. Digga, der zittert gerade in seinem Stuhl. Der ist offline gegangen, der hat Pizza ausgemacht. Hab Screenshot von ihm, dass du ihn wiedererkennst. Danke, lieber Mister. der hat gemacht. Die Ente ist weg! Ich bin Platz 775. Weißt du, schau mal, was die geschrieben haben? Was denn? Auf dein Ratte. Auf mein was? Auf, hier, komm mal kurz rüber, schau mal, was sie auf deine Ratte geschrieben haben. Die haben sehr auf dich gehört im Call da. Oh. Ja, sie hören jetzt auf. Leute, wir machen jetzt weiter an unserem Hauptprojekt. Nico, was ist das manchmal? Was? Bin müde. So. Was heißt das? Wie? Er ist müde halt. Ja, okay, hast recht. Also das kommt immer durch, wenn du müde bist. Nee, auch einfach so manchmal. Okay. Nein, die Reds zum Glück sind hier. Oh nein. Digga, ich kann glaube noch richtig stark an Plätzen hier aufholen, ne? Meinst du? Also ich gehe immer weiter nach oben. Oder jetzt ein Pixel Art. Also ich weiß auch nicht genau, was du mittlerweile meinst. Aber ich werde halt heute nicht mehr so viel spielen und dann werde ich werde richtig droppen, Chat. Aber egal, ich war Top 700. Ab 650 ist Cap fast. Ja, ich glaube, ab 650 macht halt jeder. Ist halt jeder richtig am Hustlen, ne? Aber wir machen heute eh nicht mehr so lang. Ja, morgen ist das Ding. Ich bin morgen vielleicht bei der Baller League, aber das ist auch noch nicht sicher. Mal kicken. Was bringt es denn, so weit oben zu sein? Ja, nächstes ist halt cool. Bell mal wie Charlie? Achso. Mach! Boah, der bellt so richtig laut. Der macht F! Digga, du hast mir einfach für Basti GG gebellt. Das war nicht Charlie. Charlie hat sich nicht eingeschissen gerade. Das war wahrscheinlich sehr laut. Ich würde mich dafür entschuldigen. Ich traue mich, so viele Sounds nicht zu testen. Ja, ist schon gut. Ja. Okay, den schon. Ist wirklich sehr gut. Oh mein Gott, ist der nervig. Ich hab gemutet. Ach so, mein Gott. Diese Glasfläche ist doch nie... Also das ist... Das sieht komisch aus ein bisschen. Da bin ich bei dir. Das ist ja auch nicht richtig. Aber irgendwie, also... Da müssen halt überall Dia-Blöcke noch rein. Bro, Alter, mein Auge wird dauerhaft zerstört. Hört auf! Stopp jetzt! Boah, wie weit das Pferd schon ist, ey. Alter. So ein schönes Pferd, ne? Ja. Ich aktualisiere.
Das sind wie so ein Mini-Puzzle bei dir. Jeder nimmt sich so einen Chunk, macht zuerst die Kanten einmal fertig. Ja. Und dann füllt er den aus. Aber wie erkennt man die Chunks? Wir haben die Chunkboarder eingezeichnet bei unseren Vorlagen. Ja, aber man muss ja dann in-game dann auch die Chunks und dann auch oben und so. Also. Ja, halt abzählen einfach. Okay. Du bist ja halt gerade bei 33,17, weißt du? Und dann. Check! Nee. Nee. Hä, haben wir nicht irgendeinen Woofy-Mode? Nö, nee, nur nennen wir das. Oh, Seite lädt nicht stark. Okay, war echt stabil. Bei dir wird ja gerade gefixt, Feister, ne? Jo. Also ja, von meinen Leuten, ja. Also. Ja, aber auch von meinen, glaube ich. Ja. Bruder, wie viel Kacke ist an deinem Auge? Warum ist keiner auf meinem Server hier? Okay, stark, Chat, stark. Boah, ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis die ganze Deutschlandflagge fertig ist. Die ist halt wirklich big, ne? Heiko Kleiner, Beatbox. Boah, nee, der war stark. Heiko, mach mal ein bisschen Lärm. Yo, Heiko, Drow. DJ Heiko ist am Start. Oh mein Gott, du kleiner Hund, ich dachte, bei mir hat's geklappt. Wir sind auch erschrocken, Alter, ich dachte gar nicht. Bitte nicht, also. Doch. Oder natürlich, Bro, es ist laut, ich schrei rum und ich höre ein Klopfen von rechts. Ja, aber Bro, doch nicht, während alle Sounds abgespielt werden. Weil ich rumschrei, doch. Ey, du scheiß mir doch. Wieso baut ihr eine deutsche Flagge auf einem deutschen Server? Warum nicht? Scheißegal, ob der Server deutsch ist oder nicht. So, dann fangen wir mal an. Also, man darf nichts Deutsches bauen, weil es ein deutscher Server ist. Warum baut ein deutscher Streamer hier ein Bild? Warum baut hier ein deutscher Streamer ein Bild? Warum baut hier ein deutscher Streamer ein Bild? Warum baut hier ein deutscher Minecraft-Server ein Bild? Warum steht hier auf Deutsch vegan? Kommt hier ein Vegan-Logo in Deutsch hin? Warum sind hier deutsche Clan-Logos? Warum sind hier deutsche Minecraft-Skins? Digga, was ist das für ein Argument? Seid ihr dumm? Weißt du, wenn A der erste Buchstabe ist, B der zweite, C der dritte und so. Digga, ich check dieses Argument nicht. Das fuckt mich so ab. 7G, 8H, ja. 7G, GHG. Und 7G, ja. Check. GHG heißt das dann. Das heißt GHG? Ja. Aber warum dann 787? Na, weil das, wie ich gerade gesagt habe, die Buchstaben sind dann. Weil das die Buchstaben sind, aber warum? Das ist so kryptisch dann, weißt du, weil die das verschlüsseln wollen irgendwie. Okay, aber das ist wirklich die Frage, warum? Die haben Angst, dass die hier oben die da sonst blockieren. Die da oben ist sowas. Sag mal, Waller, nee. Lass mal ein Experiment machen. Jo. Wir resetten alle unsere For You-Page auf TikTok und wer nach einer Woche in der krassesten Verschwörungs-TikTok-Bubble drin ist, der kommt. Oder bei mir ist das nach. Digga, ich. Kennst du das, wenn du über irgendwas sprichst und dein Handy nimmt das dann so auf? Wir machen die Lächerbierchen kaputt. Ja, das kann man nicht verhindern. Das Ding ist, da wird so und so drüber gefahren. Irgendwann bin ich nicht da und dann morgen fährt da irgendwie mal drüber einfach. Ich glaube, man muss erst diese Deutschlandflagge bauen und dann in diese Deutschlandflagge deutsche Sachen integrieren. Ich glaube, andersrum funktioniert das nicht. Was war das? Heiko? Ja. Wann hast du das letzte Mal eine Panne mit deinem Auto? Ich sehe nur Instagram-Stories, wie dein Auto abgeschleppt wird. Mann, das war vor 3 Wochen oder vor einem Monat. Noch länger her. Aber das ist doch 3-mal abgeschleppt worden oder so. Einmal? Niemals. Doch. Wie oft ist dein Auto in dem letzten Jahr abgeschleppt worden? Einmal. Niemals? Du hast doch mal ein neues bekommen und dann gefixt und dann war es wieder so. Nee, es ist einmal hops gegangen. Ja. Dann habe ich ADAC gerufen, aber die haben nicht abgeschleppt. Ich bin dann in die Werkstatt gefahren bei mir. Die haben den Fehler nicht gefunden. Also die haben gedacht, aber hatten sie nicht. Mhm. Und dann bin ich nochmal die gleiche Strecke gefahren, wieder hops gegangen und dann wurde abgeschleppt. Was war's jetzt? Da ganze Ladeeinheit war kaputt. Stark. Also Batterie komplett wechseln oder was? Nee, so der Kabelbaum und Steuergerät von Ladeeinheit. Ah, check.
Der C-Mitarbeiter, der abgeschleppt hat, steigt aus seinem Auto aus und das Erste, was er zu mir sagt, bevor er überhaupt Hallo sagt, ja, selber schuld, wenn er so einen Scheiß kauft. Was kauft er denn so einen Scheiß? er war recht. So anti-Elektro. Hat er so recht, krass. Sag ich. Selber schuld, wenn du dir so eine Elektro-Scheiße holst. Selber schuld, du Vollidiot. Du Volldepp. Dann waren wir irgendwo bei dem Autohaus, wo die Werkstatt war. Yeah. Und dann sagt er noch, dann zeigt er uns irgendwie so einen Skoda und sagt so, hier, kauft ihr sowas Ordentliches hier. Mann, Digga, das hat dir hat in Skoda gezeigt. Ja, Mann, für ihn wäre alles geiler gewesen, glaube ich. Oh nee, die Elektroschleuder. Nö, nö. Digga, und Stegi war da dabei. Und dann, der Typ hat sich so darüber abgefuckt, weil halt da so, auf den Felgen sind so Kappen drauf, wegen Aerodynamik, ne? Mhm. Der und da abgefuckt. Kriegst du halt den... Der hat sich abgefuckt, weil er den Gurt halt nicht richtig so durchgebracht hat, um das Auto festzumachen. Ja. Und dann steht Stege so neben ihm und sagt so, ah, ich finde die eigentlich ganz schön. Er hat gesagt, ich finde sie ganz schön. Und ich glaube, der Typ hat dann irgendwie gedacht, also er will ihn komplett verarschen, so entweder, dass er ihn meint oder die Felgen oder so, weißt du? Ja. Er war so sauer. Ich wurde bis jetzt zweimal abgeschleppt. Ja, siehst du mal. Einmal, weil ich einen Totalschaden hatte mit 180 km auf der Autobahn. Okay. Und das zweite Mal, weil ich einen Platten hatte. Einen Platten? Ja. Einfach so? Ja. Und der war dann schon so platt, dass... Also, ja. Aber dir geht's gut? Ich stehe hier noch, also ich sitze gerade. Sehr gut. Fanny, dann bin ich ja noch einen hinter dir, ne? Ja! Ach so, hä? Oh, fuck, stimmt. Ja, gut. Elfbar Apfel! Weißt du, wurdest du schon abgeschleppt? Der hat nicht mal Führerschein. Nie. Ich hab einen Führerschein. Echt? Ja. Ich meinte Flo. Hä? Was sagt Heiko da? Okay, Heiko, wie viel hast du schon abgeschleppt? Digga. Digga, was ist das Scheiße? Heiko, in 5 Minuten ist es soweit, ne? Mhm. Was ist 5 Minuten soweit? Wir machen in 5 Minuten, grüßen wir hier jemanden. Nein. Die fucken uns schon die ganze Zeit ab. Aber das dürfen wir erst um Punkt 21 Uhr sagen. Mir reicht's mit denen. Kann ich schreiben, wen? Nee. Hä? Warum? Wir fliegen da einfach alle hin dann. Das heißt get ready for star. Weißt du, nee, Bruder, ich muss hier selber meinen Kampf machen. Ey, ich glaube, ich gehe heute noch duschen. Hä? Okay. Übertreib nicht. Chill mal ein bisschen. Übertreib nicht. Du musst jetzt nicht... Also das... Also, Reiko. Naja, nee, ich geh heute nicht mehr duschen. Warst du schon duschen? Ich war duschen. Okay. Warst du heute schon duschen? Nee, eben nicht. Du Boah, ich wollte auch noch nicht duschen. Gehst du heute noch? Ja. Na, das ist eine Lüge. Nach dem Gym. Der geht voll gestickt ins Gym. Mach ich auch immer. Ja, juckt doch nicht, ja klar. Ich schwöre, da stickt man. Da soll man duschen. Ernst? Ja. Da soll man meinen Männergeruch riechen. Ja, guck mal, ich bin ein Mann. Bruder, kann mal jemand diesen Keckband, der die ganze Zeit von seiner Scheißelfbar schreibt? Wir bauen eine Apfelelfbar über die Philippinenflagge. Mann. Vor allem welche? Also, wo soll das sein? Das ist bei mir! Ja. Nein! Warte mal, wo ist die Philippinenflagge? Das ist Tschechien. Schön, neue Mitglieder im Plan. Das ist Tschechien. Oh nein, wie enttäuscht. Das ist Tschechien. Wer will mit Holzspitzhacke für Stegi bauen? Da bauen Leute eine Holzspitzhacke für Stegi. Holzspitzhacke. Ja, für Stegi. BVB-Logo zerstören. Ja, Mann. Ja, Mann, zerstör das BVB-Logo. Fußball, ab geht's. Ich mag den Club nicht. Chef, wir raiden in einer Minute, raiden wir Feister. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe gesagt, ich gehe um 21 offline. Heiko geht auch offline, wir werden beide Feister raiden. Das wird ein Späßchen. Nicht der Kurs. Fabo, es ist gleich soweit. Ja, ich starte schon. Ich bin schon auf dem Weg, aber ich habe Dings. Ich sag ehrlich, das also irgendwie oben links ist echt nicht so eine coole Ecke. Oben links, also dass du nochmal die Atzen geschickt hast, war auch wirklich... Tschüss Chat, ich schicke Schrubbel zu Feister, war geiler Stream, wir hören uns morgen.